Hallo, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Sonntagabend, 8 Uhr ist es gleich. In meinem früheren Leben, was das immer so Tatortzeit, Couchingzeit, das war vor vielen Jahren mal so Usus bei meinem Mann und mir, das war ja sonntagsabends uns Tatort angeschaut haben und so das. Damit so das mulmige Gefühl habe ich damit so ein bisschen unterdrückt. Morgen ist Montag. Und ja, da hocke ich wieder am Schreibtisch und fühle mich wieder irgendwie fehl am Platz, fühle mich irgendwie unwohl und denke, was mache ich eigentlich hier? Vielleicht geht es dir ja auch so, dass du jetzt auch so langsam an morgen denkst. Bei mir hat das manchmal auch schon sonntags mittags angefangen, wo ich so an den Montag gedacht habe. Ja, und so ein mulmiges Gefühl kam immer auf. Und das hat mir natürlich Energie geraubt und ja, und ich wollte einfach, und das ist ja noch gar nicht so lange her, in meinem früheren Leben wissen, warum ich eigentlich hier bin. Meinen Seelenplan, meine Seelenaufgabe entdecken. Mir so gerne daraus meinen Seelenberuf kreieren, aber. Und ich habe mich auch irgendwie immer so zu was anderem berufen gefühlt, aber ich konnte es nicht greifen. Es war nur so eine leise innere Stimme irgendwie, dass das, was ich jetzt da mache, am Schreibtisch hocken, ja, nicht mehr das ist, was ich wirklich, wirklich machen möchte. Ich habe zwar irgendwo noch halbwegs gut verdient, aber trotzdem hatte ich nie so das Geld zur Verfügung, was ich eigentlich gerne gehabt hätte, wenn mir so in den Sinn gekommen ist, ja, mit der ganzen Familie einfach mal so essen zu gehen oder in Urlaub zu fahren oder so. Das war einfach so zwischendrin, das war einfach nicht drin, ne? Und da habe ich auch immer gedacht, es muss doch irgendwie möglich sein, dass Geld einfach immer da ist und ich nicht irgendwie großartig Geld sparen muss, um essen zu gehen, um in Urlaub zu fahren, um Kleider zu kaufen oder was auch immer. Also das waren so die Dinge, die mich da immer irgendwie so beschäftigt hatten. Und ja, ich hatte mich natürlich auch entsprechend energielos gefühlt. Also ich bin irgendwo ein Stück weit ein Energiebündel, aber trotzdem. Innerlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich mich schon recht energielos gefühlt. Und vielleicht geht es dir ja auch so, dass du gerne etwas verändern möchtest, aber dir irgendwie, ja, der Mut fehlt. Du weißt nicht wie, vielleicht weißt du auch gar noch nicht so richtig was. Oder vielleicht geht es dir auch so, dass du schon viele, viele Kurse besucht hast, dir schon ganz viel Wissen angeeignet hast. Zertifikate und Abschlüsse hast, wo du eigentlich so zu Hause einen Raum mit zugleistern könntest. Und irgendwie ist immer da so die Stimme in dir. Irgendwie muss es doch anders geben. Also das sind so die Dinge, die mich immer begleitet haben, die so unterschwellig da waren, wo ich so gerne etwas geändert hätte. Und ja auch inzwischen hab. Und da möchte ich mit dir jetzt mal, wenn du dich da wiederfindest, mal so über 5 Schritte sprechen, die du machen kannst, um da, ja, vom Sonntagabend Blues wegzukommen, in die Freude, deinen Seelenberuf zu entdecken und deinen Seelenplan zu entdecken und deinen Seelenberuf zu kreieren. Und der erste Schritt ist, du darfst einfach langfristig anfangen, anders zu denken. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, der Kopf ist rund, damit wir die Denkrichtung ändern können. Und du darfst auch anfangen, dir andere Geschichten zu erzählen. Das ist eigentlich der erste Schritt, der wichtigste Schritt. Denn wir erzählen uns in unserem stillen Kämmerlein da oben im Kopf, den ganzen lieben langen Tag Geschichten. Wir erzählen uns selbst Geschichten.
Es funktioniert doch nicht, weil ich bin jetzt schon zu alt. Wie soll das überhaupt funktionieren? Ich kann doch mit meiner Einzigartigkeit, also wenn wir uns überhaupt dessen bewusst sind, dass wir einzigartig sind, wenn du dir dessen überhaupt bewusst bist, damit kann ich doch kein Geld verdienen. Oder wenn es so einfach wäre, dann würden das doch alle machen. Oder du dich damit tröstest, wie ich das auch viele Jahre gemacht habe. Andere wären froh, wenn sie meinen Job hätten. Ich verdiene doch eigentlich ganz gut. Also diese ganzen Geschichten, die wir uns so tagsüber erzählen. Solange du dir diese Geschichten erzählst, wird sich in deinem Leben nichts verändern. Solange du dir diese Geschichten erzählst, wird sich in deinem Leben nichts verändern. Also, erster Schritt, beginne andere Geschichten dir zu erzählen. Du kannst dir das auch mit den Geschichten erzählen. Du sendest diese, das sind ja Gedanken. Gedanken sind ja eine gewisse Energiefrequenz. Die sendest du ja aus ans Universum wie ein Radiosender. Und ein Radiosender kann auch nur auf der Frequenz senden, auf die er eingestellt ist, und auch nur auf der Frequenz empfangen, auf die der Radiosender eingestellt ist. Und so ist das mit uns auch, mit unseren Gedanken und mit den Geschichten, die wir uns erzählen. Und der zweite Schritt, das ist auch ganz, ganz wesentlicher Schritt. Wir sind einfach nicht komplett, voll und ganz als Erwachsene in unserer eigenen Kraft, Stärke und Energie. Es wurden einfach so viel energetische Schleier und auch Prägungen über uns gelegt. In der Kinderstube, denen wir einfach ausgesetzt waren, also Energien, die in unserem Energiesystem drin sind. Wir sind ja mehr als unser fester Körper, den wir hier sehen. Wir haben ja, ist ja wie so eine Festplatte, die um uns umgibt, unser feinstofflicher Körper, unsere feinstofflichen Körper. Also da gibt es den Mentalkörper, den Emotionalkörper, gibt es ganz viele Körper. Ich möchte jetzt gar nicht so darauf eingehen. Das wird hier den Rahmen sprengen. Aber das kannst du dir vorstellen wie so eine Festplatte. In unserem Emotionalkörper, das sind alle Emotionen, alle Gefühle, die wir jemals gefühlt haben, abgespeichert. Und in unserem Mentalkörper, das sind alle Gedanken, die wir jemals gedacht haben, abgespeichert. Wie auf einer Festplatte beim Computer und in beiden Körpern auch nicht nur unsere eigenen, sondern auch die, die wir schon aus früheren Leben mitgebracht haben oder aber auch die, die wir von unserer Mutter übernommen haben. Denn als wir am Bauch von der Mama waren, hatten wir ja kein eigenes Ich-Bewusstsein. Sonst hätten wir ja denken können, nee, das ist dein Thema da oben, hat nichts mit mir zu tun. Sondern diese Gedanken und Gefühle, die unsere Mama hatte, während sie uns im Bauch getragen hat, die haben wir auch alle übernommen. Und das sind nicht wirklich unsere eigenen. Und dann haben wir natürlich auch auf einer unbewussten Ebene ganz viele Dinge da in unser Energiesystem reingelassen, was nicht uns ist. Also was nicht wirklich zu dir gehört. Und das meine ich damit, dass wir da in unserem Energiesystem so viele Schleier, Prägungen und Themen einfach haben, die uns daran hindern, in unsere wahre Kraft, Stärke und Energie zu kommen. Und das ist deshalb ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Wenn du dein Leben neu gestalten möchtest, dass du dich von diesem ganzen Kram eben auch befreist. Es ist wie ein Raum, den du neu möblieren willst. So richtig mit schicken Möbeln, die dir richtig gut gefallen, wenn du die alten Möbel drin lässt und stellst die neuen Möbel dazu. Passt nicht. Kann nicht funktionieren, um es jetzt mal metaphorisch mit dem Beispiel einfach zu bringen. Okay, macht das Sinn? Dann der dritte Schritt. Finde den roten Faden in deinem Leben. Finde den roten Faden dahingehend, was dich immer schon interessiert hat, was dich immer schon begleitet hat, was sich ja wie so ein Faden einfach durch dein Leben durchzieht.
Wenn du jetzt glaubst, da gibt es keinen roten Faden, da gibt es einen roten Faden. In jedem von unseren Leben gibt es einen roten Faden. Das kann ich dir zu 1000% jetzt hier sagen, dass die wunderbaren Frauen und Menschen, mit denen ich in der Akademie arbeite, wir haben ja auch einen Mann inzwischen dabei, wenn wir uns der Lebensstory beschäftigen, wir finden den roten Faden und mir kommt da immer wieder das Beispiel von einer meiner Akademikerinnen, die zu mir gesagt hatte, vom Coaching in der Richtung, als wir uns die Lebensstory angeschaut haben. Ich weiß nicht, wie du da den roten Faden entdecken willst. Ich entdecke nur den roten Faden, dass kein roter Faden da ist. Und 20 Minuten später hatten wir auch bei ihr den roten Faden gefunden. Es braucht da einfach manchmal auch Impulse von außen oder meist braucht es eigentlich Impulse von außen. Also das ist ganz wichtig, dass du den roten Faden in deinem Leben findest und dann auch nicht gleichzeitig dir die Geschichte erzählst. Denk an Schritt 1. Damit kann ich jetzt kein Geld verdienen oder was auch immer da in deinem Köpfchen, in deinem Denker vor sich geht. Löst dich davon. Formulier diese Geschichte um. Erzähl dir andere Geschichten. Dass das funktioniert, weil und und. Okay? Wenn du den roten Faden hast, dann fragst du dich, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Von was haben wir am meisten hier auf dieser Welt? Von Problemen haben wir das meiste oder Herausforderungen. Und wir haben auch alle so einen gewissen Rahmen, ein Helfersyndrom in uns. Ein Helfergehen und ja, wollen helfen, wollen Probleme lösen. Und du kannst mit deiner Einzigartigkeit, mit deinem roten Faden in deinem Leben, indem du dir die Frage stellst, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt, dieses Helfergehen entwickeln und einer von vielen Problemlösern, aber ganz auf deine eigene Art und Weise hier sein auf dieser wunderschönen Welt. Ja? Und der fünfte Schritt, das war mir wichtig, als ich so meine Kündigung nach 30 Jahren aus dem öffentlichen Dienst eingereicht hatte, dass ich nicht nur mehr Geld jeden Monat verdiene als das, was ich bislang verdient hatte, sondern dass ich auch ein sicheres Einkommen mir generiere. Und das ist mit der Grund, warum es auch nicht funktioniert, wenn du, ja, so wie ich früher auch, Ausbildung gemacht hast als, keine Ahnung, in irgendeinem Bereich dich weitergebildet hast. Hallo, liebe Margit. In irgendeinem Bereich dich weitergebildet hast und jetzt vielleicht die Idee hast, als Heilpraktiker oder Reiki-Meisterin, Yoga-Lehrerin oder keine Ahnung, was so dein Thema ist, im 1 zu 1 arbeitest, dann bist du einfach immer in der Lage, jeden Monat auf ein neues zu suchen, wo sind die nächsten Kunden und jeden Monat auf ein neues. Auf keinen grünen Zweig kommen. Denn wenn du wirklich ein absolut sicheres Einkommen dir jeden Monat generieren möchtest, so wie das ja auch bei mir dann letzten Endes der Wunsch war, dann funktioniert das einfach nicht gut, wenn du eine gewisse Einkommensgröße auch sicher dir erschaffen möchtest, wenn du im 1-zu-1-Coaching unterwegs bist und wenn du dann auch noch deine Zeit damit verbringst. Liebe Margit, schön, dass du dabei bist. Wenn du dann auch noch deine Zeit damit verbringst, wie ich das früher auch gemacht habe, im Land rumzufahren, Flyer zu verteilen, Kärtchen zu verteilen, an Volkshochschulen unterwegs zu sein, Infoabende zu halten, Vorträge zu halten und, und. Das ist sehr, sehr mühsam. Ich weiß, wovon ich spreche. Und das wollte ich einfach auch nicht mehr. Und ich glaube, wenn du dich hineinfühlst, fühlt sich das auch nicht wirklich gut für dich an. Deshalb implementiere ein System,
dass dir Monat für Monat ein sicheres Einkommen mit deiner Passion, mit deinem Seelenplan, mit deinem Seelenberuf generiert und wo du wirklich frei agieren kannst, wo du nicht von einem Hamsterrad vor allem ins nächste wechselst. Ich habe gestern mit einem wunderbaren Mann gesprochen, der auch im öffentlichen Dienst arbeitet und eigentlich jetzt auch nebenbei eine Heilpraktikerpraxis aufmachen möchte. Und das kann man alles machen, nur man darf sich dann dessen bewusst sein, dass ich hier im Hamsterrad öffentlichen Dienst bin, zu 50% und zu 50% im Hamsterrad, in dem Falle Heilpraktikerpraxis, wenn ich da im 1:1 arbeite. Das ist auch bei, gerade bei den Heilpraktikern oder in solchen Berufen, da wird ja auch, das höre ich auch so oft, weil ich in der Richtung auch schon mit vielen gesprochen habe, da wird ja dann auch die, wie nennt man das, die Gebührenordnung wird nahegelegt und du darfst nur so und so viel verlangen für die Behandlung und. Das wird ja alles so vorgegeben. Oder es gibt, ach, da hat mir doch kürzlich auch noch jemand erzählt, die sogar jetzt eine gewisse Anzahl an Coachings kostenfrei machen muss, soll, darf, keine Ahnung, also gar kein Geld fürs Coaching verlangen darf, weil das in den Rahmen dieser Ausbildung da fällt und dann danach erst auch dann nur Summe X verlangen darf. Das sind alles so Dinge, da schaffst du dir ja ein Hamsterrad von dem einen ins andere oder schaffst du noch ein zusätzliches Hamsterrad. Also da gibt es viele, viele andere Möglichkeiten oder ganz andere Möglichkeiten, die du da implementieren kannst, dass du wirklich ein stabiles Einkommen dir Monat für Monat erwirkst. Ich will jetzt nicht sagen erarbeitest, weil wenn du deinen Seelenberuf lebst, deinen Seelenplan entdeckt hast und deinen Seelenberuf lebst, dann empfindest du das ja nicht als Arbeit. Das ist Selbstverwirklichung. Und das geht im jetzigen Zeitalter, im Zeitalter der neuen Berufe, der neuen Zeit, dieses jetzige Zeitalter kommt uns da allen entgegen, weil es da auf der einen Seite noch nie so viele Probleme, Herausforderungen da draußen gab und du eine Einzigartigkeit in dir hast, die eigentlich nur entdeckt werden möchte und sich entfalten möchte, und im jetzigen Zeitalter geht es einfach viel, viel einfacher, da ein System zu implementieren und wegzukommen, Zeit gegen Geld zu tauschen. Ja, also diese 5 Schritte, ein Schritt, andere Geschichten dir zu erzählen. Der 2. Schritt, was war das nochmal? Dich befreien von unsichtbaren Schleiern und Themen, die über dir gelegt wurden, und dann im 3. Schritt den roten Faden in deinem Leben zu finden. 4. Schritt, dich zu fragen, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt, und dann eben ein System zu implementieren, das dir Monat für Monat ein sicheres, stabiles Einkommen generiert. Und ich gehe mal von aus, wenn du dich verändern möchtest und deinen Seelenplan wirklich leben und deinen Seelenberuf entdecken möchtest und es dir so geht wie mir, dass du einfach unzufrieden bist mit deinem jetzigen Einkommen, dass du gerne auch mehr Einkommen Monat für Monat generieren möchtest. Und da geht es einfach darum, dass du dich dieser Geldenergie eben auch öffnest. Okay? Also, das waren meine Sonntagabendworte zum Sonntagabendblues. Schreib mir gerne mal ins Kommentarfeld rein, inwieweit ich dich da inspirieren konnte jetzt. Ich schreibe dir auch gerne ins Kommentarfeld mal einen Link rein, poste ich dir gerne, wo du dich ja bewerben kannst zu einer kostenfreien Durchbruchssession oder überhaupt bewerben kannst, um zu mir in die Akademie zu kommen. Du wirst dann von jemandem aus meinem Team
zeitnah auch, wenn du in die nähere Auswahl kommst, einen Anruf bekommen, wo wir dann erstmal schauen, welche Möglichkeiten da wirklich für dich gegeben sind. Und dann sprechen wir beide, vielleicht auch ganz bald unter vier Augen und schauen dann mal ganz genau hin, wie du diese fünf Schritte in dein Leben integrieren kannst, damit du sonntagsabends auch keinen Sonntagabend-Blues mehr hast, sondern dich auf den nächsten Tag freust. Oder ich wache morgens auch so oft auf und überlege, es ging mir heute Morgen noch mal so, welchen Tag haben wir denn heute? Dass ich auch gar nicht weiß mehr morgens. Haben wir heute Sonntag, haben wir Samstag, haben wir Mittwoch oder so. Das ist eigentlich sowas von Wurscht, ist egal. Und das ist doch Lebensqualität. Morgens aufzuwachen und zu überlegen, was haben wir denn heute für einen Tag? Uns ist wirklich ganz egal, was für Tag wir haben, weil jeder Tag ein Sonntag ist. Okay, meine Liebe. Ganz liebe Grüße, herzliche Umarmung und ich poste dir gern den Link gleich rein. Von mir. Okay, bis dahin. Tschüss.